Heftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen haben am Freitag in einigen Teilen Deutschlands getobt. Obwohl die Gewitter meistens recht kleinräumig blieben, konnten sie örtlich auch massives Unwetterpotenzial entfalten. So kündigte ein immer dunkler werdender Himmel mit bedrohlichen Wolkenwalzen erst Sturmböen, dann sintflutartige Regenfälle an. Hier und da mischten sich auch mal etwas größere Hagelkörner unter. Vereinzelt hinterließen die Gewitterböen aber auch Schäden durch umgestürzte Bäume.